Was geht und willkommen zurück zu Undisputed, zu unserer Boxerkarriere mit Paddy the White One Vinci. Ja, wir haben die letzten Kämpfe, glaube ich, soweit alle gewonnen. Das war auf jeden Fall mega cool. Overall ist aktuell 72, sehr, sehr geil. Wir gucken mal kurz in die Rangliste rein. Wir sind bei der WBC schon, na, finde ich mich jetzt wieder. Bei der WBC sind wir 41. IBF 42. WBO 42. Und SCI sind wir sogar 31. Also es geht langsam voran, sage ich mal. Uns fehlen halt so die guten Boxer. Wir kämpfen aktuell gegen schlechte bis mittelklassige Boxer. Da habe ich in der letzten Folge schon gesagt, wir arbeiten jetzt auf einen besseren Manager hin. Wir haben aktuell so einen E-Manager, der ist nicht so gut. Wir brauchen allerdings mindestens 450 Ruhm, damit wir den Manager wechseln können. Und das ist unser Ziel, jetzt so ein bisschen mehr auf Ruhm zu gehen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mal über Kampf verhandeln. Edward Collins, gegen den haben wir noch nie gekämpft, und Mehmet Schwarz. Oh mein Gott. Wollen wir jetzt wagen, eventuell, ja, mal gegen einen etwas härteren Boxer zu kämpfen? Ich hätte auf jeden Fall Bock. Der gibt natürlich mega fett Kohle und Ruhm. Ich glaube, wir nehmen Mehmet Schwarz. Es ist jetzt, wenn wir verlieren, dann ist es halt so. Wir nehmen Mehmet Schwarz. Er setzt kurze Kombos ein und vermeidet Schaden. Ist ein ähnlicher Boxertyp wie, ich habe jetzt den Namen vergessen, Dean Ross, glaube ich. Haben wir auch mal gewonnen. 29. in der SCI, 43. in der WBO, in der IBF 41. und WBC 43. Also ein bisschen wie wir gerankt. Nur in der SCI ist auf jeden Fall um einiges besser gerankt. Ich würde sagen, wir gehen auf Kampf verhandeln. Verhandlung beginnen. Tut geschätzter Gewinn. Wir machen mal so ein bisschen mehr Gewinn und auf jeden Fall 6, 7, oh, wir können sogar 7 Trainingswochen machen. Wir machen mal 6 Trainingswochen. Revanche-Klausel nein. Kampfwerbung machen wir auf jeden Fall mal ein bisschen höher, damit wir einen höheren Ruhmzuwachs bekommen. Machen wir 10% und dann schauen wir mal. Mickey Ward's Box to Burn, nein. Ich würde gerne in Seven Hills Club verhandeln. Ja, okay, Seven Hills Club ist nicht so sein Ding. Revanche-Klausel auch nicht. Was ist, wenn wir das machen? Ist zwar nicht so geil in so einem Gym, aber naja, mal gucken. Okay, das nimmt er aber tatsächlich. Nee, er hat ein Gegenangebot gemacht. Okay, er möchte eine Revanche-Klausel. Eine Revanche-Klausel zwingt sich und dein Gegner zu, in einem zweiten Kampf erneut anzutreten. Okay, das heißt, wir brauchen gar nicht verhandeln, sondern wir kämpfen direkt danach wieder gegen ihn. Weißt du was? Wir gönnen ihm die Revanche-Klausel, aber dafür möchte ich im Seven Hills Club, und wir machen dafür die Gewinnbeteiligung auch ein bisschen runter. Let's go. Ja, wenn du automatisch eine Revanche für dich angesetzt. Ja. Schade, abgelehnt. Ah, Mann. Ich hätte gerne gegen ihn gekämpft. Okay, dann muss es wohl. Also entweder wir nehmen wieder Xavier Gray. Ja, ich würde tatsächlich sagen, wir nehmen einfach wieder Xavier. Ja, wobei, Edward Collins ist besser gerankt, ne? Wir nehmen mal Edward Collins. Gegen den haben wir noch nie gekämpft. Für einen Auftakt in der Folge ist das vielleicht ganz gut. Er ist ein aggressiver Kämpfer, haben wir gute Erfahrungen mit. Und ja, da gehen wir hier auf jeden Fall ein bisschen mehr auf Kampfwerbung. Seven Hills Club und verhandeln. Sogar angenommen, wunderbar. Dann würde ich sagen, direkt ins Fight Camp. Natürlich unser üblicher St. Andrews Sporting Club. Und wir machen hier auf jeden Fall defensives Sparring, weil unsere Defensive ist halt nicht so geil. Wobei mittlerweile auf C. Oder ist C die vom Trainer, der Rank? Ich weiß es jetzt nicht genau. Wir machen aber vielleicht ein bisschen auch was für Herz. Aber wir machen mal defensives Sparring auf jeden Fall. Boxsack auch, weil unsere Kraft auch nicht so genial ist. Dann vielleicht noch etwas härteres offensives Sparring. Dann machen wir mal offensives Sparring. Dann müssen wir eigentlich eine Erholung machen. Und wir machen mal was mit den Medien. Machen wir mal ein Undisputed Live Event. Das Social Media Post. Wir machen ein Live Event. Ja, sehr, sehr gut. Unsere Kampfbereitschaft ist leider nur auf 90. Also wir sind untertrainiert. Sind aber relativ aufgeladen. Unser Gewicht ist gut, sind gesund. Also es ist kein optimaler Fightcamp gewesen. Aber ja. Trotzdem sagt mein Trainer, es war exzellent. Ich würde sagen, wir gehen in den Kampf direkt rein mit Edward Collins oder gegen Edward Collins im Seven Hills Club, 16. Januar 2029 mittlerweile. Holy moly. Langsam aber sicher müssen wir in die Titelregion. Let's go. So, Edward Collins, wie gesagt, nicht der stärkste Gegner. Ist ein bisschen höher gerankt in der WBO und WBC und in der IBF auch. Ist ein aggressiver Boxer. Gegen den sollten wir eigentlich keine Probleme haben. So, vielen Dank aber auch übrigens für die ganzen Kommentare. Also ich merke, das Format bzw. das Spiel gefällt euch doch ziemlich gut. Mir macht es auch mega, mega Spaß. Also wir werden hier auf jeden Fall noch einige Fights absolvieren. Also ich möchte mindestens einen Titel erringen, bevor dieses Let's Play über... Wow! Holy moly, was ist das für eine Kombo?
Ja, wo war ich stehen geblieben? Ich möchte mindestens einen Titel erringen, bevor dieses Let's Play irgendwann mal vorbei ist. Aber bis dahin ist wahrscheinlich noch ziemlich lange hin. Müssen wir hier echt ein bisschen aufpassen. Das ist doch sehr, sehr aggressiv. Kombo. Na, jetzt clincht er hier wieder. Ja, das wird wahrscheinlich doch seine Runde sein, gefühlt. Macht dann doch gute Schläge. Okay, ich denke, wir sollten die Runde auslaufen lassen. Und schaut mal unten in den Runden. Wir haben diesmal 6 Runden. Liegt das daran, weil wir in der Rangliste immer weiter aufsteigen? Also wir sind nicht mehr nur noch bei 4 Runden, sondern wir haben jetzt maximal 6 Runden. Also das heißt, es wird immer härter, die Kämpfe. Wobei der Kämpfer ist halt noch nicht so gut. Aber mit 61 ist er doch relativ hoch gerankt. Also da muss man vielleicht doch ein bisschen aufpassen. Schön. Ja, jetzt gute Kombo da von mir, aber wir müssen ein bisschen auf unsere Ausdauer aufpassen. Okay, sehr gut. Ich glaube, das war eine okay Runde. Aber wir müssen ein bisschen auf unsere Defensive aufpassen. Ich glaube, wir stecken zu viele Schläge ein. Gerade weil jetzt doch 6 Runden am Start sind und nicht mehr nur 4, ist, glaube ich, die Ausdauer noch wichtiger. Deswegen ist das, glaube ich, ganz gut, dass wir anfangs auf Ausdauer gegangen sind. Da haben wir jetzt, glaube ich, einen großen Vorteil gegenüber anderen Boxer, die jetzt vielleicht nicht so eine gute Ausdauer haben. Aber wenn sie halt gut schlagen können, dann bringt mir das halt alles nichts. Wir müssen jetzt doch ein bisschen aufpassen. Okay. Jetzt schlägt er gar nicht mehr. Ist das ein Bug oder
Können wir das ausnutzen? Ich glaube, das ist hier gerade ein Bug. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gewollt war. Okay, wir haben ihn K.O. gehauen. Ich vermute, dass das ein Bug war. Der hat auf einmal gar nicht mehr geblockt und geschlagen. Haben wir jetzt mal eiskalt ausgenutzt. Mein Gott, ist halt so. Man darf auch sowas mal ausnutzen. Okay, er steht schon bei 5 auf. Relativ früh, also der scheint noch fit zu sein. Jetzt aber wirklich aufpassen, dass wir hier nicht K.O. gehen. Vielleicht kriegen wir nochmal K.O. oder zumindest benommen. Oder K.O. K.O. wäre jetzt noch geil. Ja, komm schon. Jawohl. Sehr geil. Kurz vor Schluss der zweiten Runde haben wir ihn tatsächlich noch K.O. gekriegt. Sehr, sehr gut. Es gibt uns natürlich einen mega Punktevorsprung jetzt. Der wird jetzt wahrscheinlich 7 haben und wir 10 in dieser Runde zumindest. Das heißt, da haben wir einen guten Vorsprung jetzt für Runde 3. Wir können hier so ein bisschen defensiver agieren. Ja, ich mache das gut, wunderbar und ja, Kampfeinschätzung ist auch sehr gut. So, konzentriert weiterkämpfen. Vielleicht kriegen wir ihn jetzt sogar K.O. Ja, okay, alle Runden sind unsere gewesen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber ihr seht, 30, 25 aktuell. Das passt. Jetzt nur nicht K.O. gehen. Ja, genau sowas ist halt tödlich, ne? Aber der wird jetzt noch aggressiver als sonst rangehen, weil der verliert halt durch Punkte gerade. Und wenn er jetzt nicht noch... Wenn er jetzt nicht auf K.O. geht, dann könnte es für ihn gewesen sein. Ja, unser Kopf hat schon ein bisschen Schaden genommen, wie man sieht unten. Sollten wir jetzt ein bisschen mehr drauf unser Fokus legen. Vierte Runde ist auch gleich vorbei. Ich denke mal, durch Punkte werden wir hier immer noch führen, mit Sicherheit. Ja, sollten jetzt nichts mehr riskieren. Runde auslaufen lassen und in die vorletzte Runde gehen. Okay, da habe ich jetzt meinen Kopf nicht geblockt. Das ist nicht gut. Da müssen wir jetzt echt ein bisschen aufpassen. Da war ich doch ein bisschen zu leichtsinnig. Ja, der wird jetzt immer aggressiver. Muss er aber auch. Oh shit. Schön, Depp.
Ich denke, diese Runde sollten wir auslaufen lassen. Nichts mehr riskieren. Und dann sollte das eigentlich unser Sieg sein, wenn wir jetzt nicht ein, zweimal K.O. gehen in der letzten Runde. Holy moly. Gegner ist etwas müde, okay. Hat aber noch Energie und ich bin ein wenig in die Defensive geraten. Ja, war auch so geplant. Letzte Runde, 6 Runden. Das allererste Mal in unserer Karriere, dass wir hier über 6 Runden gehen. Der wird jetzt mit Sicherheit viel aggressiver agieren. Der muss uns ja mindestens einmal K.O. hauen, wenn er eine Chance haben will. Also gehe ich jetzt mal stark von aus. Oh, schöner. Und ich glaube, wir haben einen Cut. Hatten wir im letzten Fight, glaube ich, schon. Oder im vorletzten. Bisschen auf Distanz gehen nochmal. Ah, der kriegt gute Schläge hin. Muss man echt aufpassen. Schön. Ah, war klar. Ah, nicht gut. Der darf uns nicht K.O. hauen. Sonst könnte das nochmal eng werden. Kommen wir noch zum Schluss. Ja, relativ ausgeglichene Runde, nur dass er mich einmal benommen gehauen hat. Mal schauen, ich bin gespannt. Ja, ist unser Sieg. Einstimmige Entscheidung, wieder durch Punkte nur, in Anführungsstrichen, aber Sieg ist Sieg. Mal schauen, wie wir die Rangliste hinaufklettern. Das ist, ja, ich sag mal, mein höchstes Ziel erstmal. Ruhm und Geld jetzt erstmal nicht so, wenn dann eher Ruhm. Wir sehen, es wurde auch gar nicht knapp. Er hat tatsächlich nur eine Runde gewonnen, selbst die letzte und vorletzte, wo ich dachte, das ist eher seine Runde, war unsere. Deswegen würde ich sagen, guter Fight von uns, eindeutig durch Punkte gewonnen. Schauen wir uns die Belohnung an. So, 5000 Einnahmen, sehr, sehr geil. 123 Ruhm und Mitarbeitererfahrungspunkte 25, wurde immer mehr. WBC plus 1, EBF plus 3, sehr gut. WBO und SCI, allerdings nichts, schade eigentlich. Aber wir haben auf jeden Fall ein bisschen aufgestiegen. Das ist sehr gut. Ich würde sagen, wir überspringen mal wieder so lange, bis wir einen Kampf verhandeln können. Okay, wir sind mittlerweile am 20.03.29 angelangt. 72 overall immer noch. Mal gucken, wen wir oder gegen wen wir verhandeln können. Edward Collins. Tyrone Edwards ist wieder neu. Und Mehmet Schwarz. Tyrone Edwards wäre tatsächlich sogar so ein bisschen auf unserem Level. Ich glaube aber, wir nehmen diesmal Mehmet Schwarz. Wir versuchen unser Glück. 74er, das wird ein harter Fight. Ja, wir nehmen Mehmet Schwarz. Coldwell Gym, ich möchte aber allerdings bitte im Seven Hills Club. Revanche Klausel, nein, das passt. Hier machen wir ein bisschen mehr. Und auf jeden Fall 6 Wochen. Oder wir machen sogar 7 Wochen. Komm, mal gucken. Hat er sogar angenommen. Sehr gut. 7 Wochen auch sogar. Holy moly. Mehmet Schwarz, unser härtester Gegner bis jetzt. Ich bin gespannt, wie das sein wird. Karrierezentrale. Auf jeden Fall Santiago Sporting Club. Und dann würde ich sagen, gehen wir auf jeden Fall wieder so ein bisschen ins defensive Sparring. Wir machen mal Trainingsdummy für unsere Stärke und Ausdauer. Boxsack auf jeden Fall. Und dann müssen wir eigentlich wieder auf Erholung gehen, ne? Wir machen mal noch mal eine Oxburner für Geschwindigkeit. Und jetzt gehen wir mal auf Erholung. Mal gucken. Dann nehmen wir 75.
könnten theoretisch nochmal auf Erholung gehen. Medien können wir theoretisch auch machen, aber will ich ehrlich gesagt nicht. Wir machen mal etwas Hartes. Wir machen mal ein offensives Sparring und dann nochmal Erholung. Ja, dann sind wir bei 100% Erholung, haben eine super Kampfbereitschaft, sind sehr gut im Gewicht, keine Verletzung und sind jetzt mittlerweile 73er Overall. Fightcamp müsste eigentlich exzellent gewesen sein. Jo, war es auch. Perfekt. Und dann würde ich sagen, gehen wir in unseren letzten Fight für diese Folge gegen Mehmet Schwarz. Ja, das wird ein Kampf im SCO, glaube ich, SCI, weil der ist da als 20. gerankt. Wenn wir hier gewinnen, dann sollten wir eigentlich in der SCI um einiges aufsteigen. Let's go. So, gegen Mehmet Schwarz hier im Seven Hills Club, unser aktuell oder bis jetzt schwerster Gegner. Laut dem Papier auf jeden Fall. Wir haben ja schon gegen schwere Kämpfer geboxt, die wir aber dann doch relativ easy erledigt haben. Jetzt Mehmet Schwarz, mal gucken. Er setzt auf jeden Fall viele kurze Kombos ein. Das war die Taktik oder ist seine Taktik. Aber wir werden jetzt hier so ein bisschen auf Konter gehen, weil ich weiß, der ist schnell. Ich merke schon, der ist schnell. Das ist schon ein anderes Kaliber. Schaut euch das mal an. Aber das könnte vielleicht eine Chance für uns sein, wenn er schnell boxt. Ein bisschen auf Konter zu gehen. Einen komischen Blockstil irgendwie. Heftiger Punch. So ein Sieg gegen ihn wäre so wichtig. Okay, ich würde sagen, die Runde lassen wir auslaufen. Riskieren jetzt erstmal nichts. Sehr, sehr ausgeglichen, wie ich finde. Mal schauen. Gute erste Runde. Tolle erste Runde. Taktik war aber leider nicht so gut. Er setzt viele Aufwärtshaken. Ja, er macht schnelle, kurze Kombos. Ich merke schon. Das wird nicht einfach. Ja, ihr seht. Oh, holy moly. Was sind das für heftige... Ja, das ist aber ein bisschen übertrieben schnell, oder? Das kann ich niemals sein, dass er so schnell ist. Alter Schwede. Vor allem auch... Ja, jetzt scheint er vielleicht doch ein bisschen seine Ausdauer zu verlieren, weil er doch ein bisschen zu aggressiv gerade war. Das könnte unsere Chance sein. Ja, aber gerade... Er setzt auf jeden Fall viele Schläge ins Leere. Das könnte uns zugute stehen. Was die Punkte angeht, auf jeden Fall. Wir setzen zwar nicht so viele Schläge, aber die sitzen. Die sitzen. Und das ist das Wichtigste. Jetzt übertreibt er ein bisschen. Aber der setzt gute Punches. Das wird nicht einfach. Das wird überhaupt nicht einfach. Schöner Punch gerade.
Die hat nochmal gesessen vor Ablauf der letzten Runde, der zweiten Runde. Oh Mann, ja, ich habe ein paar schwere Treffer hinnehmen müssen. Wir schauen nicht mehr so allzu ins Detail auf die Coach-Tipps, könnte dann sonst zu lange dauern. Und das ist ja auch nicht immer richtig, was die sagen. Okay, wir haben auch keinen Ausdauer. Ich wollte gerade sagen, das könnte jetzt unsere Chance sein. Aber wir haben auch nicht mehr so viel Ausdauer gehabt. Der scheint aber nicht so viel Ausdauer zu haben. Der ist auf jeden Fall schnell, macht viele schnelle, kurze Kombos. Aber der scheint nicht so viel Ausdauer zu haben. Vermute ich jetzt einfach mal. Der struggelt doch schon ab und an mal mit seiner Ausdauer. Heftiger. Digga, was war das für ein Aufwärtshaken von ihm? Holy shit, der hat mir mega Cut verpasst. Schaut euch das mal an. Ah, ich hoffe nicht, dass der Ringrichter den Kampf noch, gleich noch abbricht. Das wäre nicht so geil. Okay, Runde auslaufen lassen. Ja, der setzt schon miese Schläge, muss man sagen. Schwierig abzuschätzen, wer hier gerade in Führung liegt. Das sollte jetzt aber deklariert werden. Oh ja. Alles unsere Runde, sehr, sehr geil. Ich vermute ja, weil er sehr, sehr viele Schläge ins Leere setzt. Das gibt schon viel Malus. Wir machen zwar nicht so viele Schläge, aber die Schläge, die wir setzen, die sind eigentlich immer ganz gut. Er setzt auch gut Schläge, aber schaut mal, viele Schläge ins Leere. Liegt anscheinend auch aufgrund unserer guten Beinarbeit. Sehr geil. Das gibt mir einen guten Aufschwung. Jetzt die letzten drei Runden noch mal richtig Gas zu geben und vielleicht auch nicht zu aggressiv zu sein, weil wir liegen vorne, wir liegen vorne. Er muss jetzt ein bisschen was zeigen und diese Runde könnte auch unsere sein. Okay, also der haut hier mal richtig rein, der muss ja jetzt mal langsam kaputt sein. Der setzt jetzt viele, viele Powerschläge. Der weiß, der liegt zurück. Der muss jetzt hier auf K.O. gehen. Wenn nichts schief geht, sollte das hier aber allerdings auch wieder unsere Runde sein. Sehr gut. Wir machen das gut. Wir machen das sehr, sehr gut. Okay. Runde, denke ich mal, sollten wir auslaufen lassen. Nichts mehr riskieren. Der wird in der nächsten Runde weiter so aggressiv vorangehen. Jetzt aber erstmal ein bisschen ausruhen. Okay, der Gegner wird langsam müde. Ich merk's. Das müssen wir ausnutzen. Der wird jetzt viele Schläge setzen und kaum auf seine Ausdauer achten. Und dann muss unsere Zeit kommen. So ein K.O. wäre halt mega cool, ne? So ein K.O.-Sieg. Gegen so einen Gegner ein K.O.-Sieg, das würde mich mit Sicherheit die Rangliste hinauf katapultieren. Vermute ich. Okay, sehr gut. Yeah.
nichts riskieren, okay. Ich hatte jetzt vermutet, dass er doch aggressiver rangeht, aber ist jetzt auch etwas defensiver. Ja, okay. Traut er sich nicht richtig ran? Er muss aber, er muss was machen. Ansonsten war es das für ihn. Durch Punkte oder nach Punkten führen wir hier mit Sicherheit gerade noch. Clinch. Vorletzte Runde auch gleich vorbei. Ziemlich langweilige Runde gerade. Wollen beide jetzt erstmal nichts riskieren, was er mir zugute kommt, weil er muss riskieren. Schöne gerade noch. Okay. Ja, ich vermute, also ich bin sehr optimistisch, dass der Kampf durch Punkte auf jeden Fall an mich gehen würde, sei denn der Ringrichter wird hier jetzt noch abbrechen, weil ich hier so einen miesen Cut habe, aber davon gehe ich jetzt erstmal nicht aus. Ich darf jetzt halt einfach ja nicht zu aggressiv mehr rangehen. Der Sieg dürfte eigentlich unser sein, wenn jetzt nichts mehr großartig passiert. Das ist gerade eine schöne Kombo von Mehmet. Ja, jetzt wie erwartet wird er auf jeden Fall ein bisschen aggressiver rangehen. Der braucht ein K.O. Der braucht mindestens ein K.O. Schon allein wegen den Punkten. Die Runde wird bald vorbei sein und es ist nichts Großartiges passiert in diesen letzten zwei Runden. Deswegen wird vermutlich der Kampf auch an uns gehen, wenn jetzt hier nicht großartig was passiert. Holy moly shit. Aufpassen. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Ja, ich hoffe nicht, dass das jetzt der Kampf mich gekostet hat. Wir lagen eigentlich gut in Führung. Haben wir jetzt doch ein bisschen zu sehr riskiert. Wir waren zu nah an ihm dran. Mal schauen. Ich bin gespannt. Ja, Kampf geht trotzdem an uns. Gegen Mehmet Schwarz. Ein recht harter Gegner. Man hat es auf jeden Fall gemerkt. Der war schnell. Der war stark. Der hatte ein bisschen weniger Ausdauer, was vielleicht unser Vorteil war. Zum Schluss, der hat da nicht mehr viel gemacht. Der war echt kaputt. Ja, sehr, sehr gut. 59. Ja, ihr seht, doch relativ eindeutig. Nur die letzte Runde gehört ihm, wie erwartet. Ich dachte auch eher die vorletzte Runde. Aber gut, nehmen wir mit. Auch diesen Kampf haben wir durch Punkte gewonnen. Jetzt bin ich mega gespannt auf die Belohnung. So, Einnahmen 6600, Ruhm 169 und Mitarbeiter-Erfahrungspunkte 25. Sehr, sehr gut. Da können wir auf jeden Fall den Mitarbeiter, meinen Coach, ein bisschen aufleveln in der nächsten Folge und dann eventuell auch einen besseren Manager engagieren. Und jetzt schauen wir uns die Rangliste an.
WBC plus 3, sehr gut. IBF plus 2, WBO plus 1 und SCI immer noch nie. Warum steigen wir in der SCI nicht auf? Ich verstehe es nicht. Das verstehe ich ganz und gar nicht. Aber in der WBO, IBF und WBC auf jeden Fall einen guten Aufstieg. Aber ich verstehe halt echt nicht, warum wir in der SCI nicht aufsteigen. Das muss ich mir tatsächlich mal anschauen, warum das so ist. Ich würde jetzt aber sagen, guck mal, Gegnerrang sogar A, weil wir halt gegen stärkeren Gegner geboxt haben. Wunderbar. Gesamtbewertung B. Und ja, ich sage an der Stelle Dank fürs Zuschauen. Hoffe, dass ihr ja mitgefiebert habt bei den beiden Kämpfen. Der letzte war halt wirklich hardcore. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder, wenn wir die Rangliste weiter hinaufklettern. Bis zum nächsten Mal. Ciao.